Dann seid gegrüßt. Ich spreche heute mit Morph über seine VWL-Videos. Morph, wie bist du überhaupt auf das Thema Wirtschaftspolitik gekommen? Ich habe vor, keine Ahnung, ein paar Jahren, als ich meine Tochter rumgetragen habe in der Elternzeit, immer Thilo Jung-Videos geguckt. Und alle FDP und Grünen Menschen erzählen da immer dasselbe, nämlich Innovation und Wettbewerb, das hängt zusammen. Und manche gehen so weit und sagen, menschlicher Fortschritt ist nur möglich durch Wettbewerb. Und dann dachte ich erst so, ah, okay, klingt gut. Und dann habe ich kurz darüber nachgedacht, kann man das beobachten? Und habe festgestellt, kann man überhaupt nicht beobachten. Die verwechseln da bestimmte Sachen und so. Und dann habe ich angefangen, mich damit zu beschäftigen, was da eigentlich jetzt mal dahinter steht. Und dann habe ich angefangen, mir drauf zu ziehen, was so Ökonomen immer erzählen. Und habe mir irgendwann gedacht, okay, die erzählen hier ganz schön viel Zeug, was irgendwie merkwürdig klingt, weil sie sich ständig widersprechen, beziehungsweise irgendwie Sachen sagen, die eigentlich falsifiziert sind durch unsere Beobachtung. Und dann habe ich mir gedacht, okay, woran liegt das? Kann man das rausfinden? Und dann habe ich festgestellt, okay, es ist tatsächlich so, ich muss jetzt mal so ein bisschen in die Mikroökonomie reingehen und gucken, was die da machen. Und zum Glück gibt es kritische Ökonomen, die Bücher schreiben und an denen hangel ich mich jetzt lang und ziehe mir so ein bisschen Vorlesungen rein. Und dann dachte ich mir, okay, das Einzige, was man da eventuell können muss, ist Ist Mathematik. Mathematik, Das das kann kann ich ich zum zum Glück. Glück. Dann habe ich mir gedacht, okay, dann mache ich es jetzt. Ne? Also ich ziehe es mir jetzt rein und mein Ziel ist am Ende das große, dicke Buch von Anwar Schaik zu verstehen. Ja, und ich habe damit angefangen, das zu lesen. Und das ist aber so heftig, weil man diese ganzen Begriffe wie Preiselastizität und alles Mögliche die ganze Zeit braucht, um zu verstehen, was er da erzählt, sodass ich dann das Buch erstmal zur Seite gelegt habe und mal das einfachere Textbuch von Steve Keen mir genommen habe und an dem hangel ich mich jetzt lang. Das ist jetzt das, was ich im Moment mache. Ja, du hast letztens Und in deinem Video letztens in deinem zur Video zur Angebotskurve auch ein Paper Angebotskurve von auch Steve ein Keen Paper von verlinkt, Steve Keen verlinkt. wo er Wo er quasi quasi nachweist, dass die nachweist, dass die Angebotskurve, wenn man von Angebotskurve, wenn man vollkommenem von Wettbewerb vollkommenem ausgeht, Wettbewerb flach sein ausgeht, müsste, flach oder? sein müsste, oder? Nein, die nein, nein, die Nachfragekurve, die ein einzelnes Unternehmen im perfekten Wettbewerb sieht, ist eine Eine horizontale. horizontale. Ja, und Die die Argumentation Argumentation ist. ist, du hast richtig viele Teilnehmer im Markt, deswegen kriegt jeder nur ein kleines Scheibchen ab. Und egal wie viel er produziert, es ändert nichts am Marktpreis. Deswegen ist der Marktpreis eine gegebene Konstante für jedes Unternehmen. Und das ist aber logisch inkonsistent. Zum Beispiel mit der Überlegung, wenn ich jetzt als Betrieb ein Produkt mehr herstelle, müsste ja wegen dem Gesetz der fallenden Nachfrage der Preis fallen. Egal wie klein egal wie klein der Unterschied ist, der müsste da sein. Aber in der neoklassischen Annahme, dass das eine Konstante ist, würde das natürlich nicht der Fall sein. Und es führt so oder so zu logischen Widersprüchen, wenn man das annimmt. Und Steve Keen hat halt einfach vorgerechnet, woran es liegt, dass das inkonsistent ist und hat dabei aber festgestellt, wenn man das logisch zu Ende denkt, gibt es keinen Unterschied mehr zwischen einem Monopol und dem perfekten Wettbewerb. Ja, Und das ist Grenzkosten witzig. gleich Grenzerlöse. Also Grenzerlöse. das ist die, Da wird auch dass gleich irgendwie ein gleich Monopol irgendwie ein dann Monopol dann seine Produktion seine bestimmt. Produktion bestimmt. Aber diese Annahme, Aber diese dass man Annahme, vollkommen dass einen man Wettbewerb vollkommen hat, den das ist Wettbewerb hat, tatsächlich das ist das, was tatsächlich man am das, was Anfang im man am Studium Anfang im lernt. Studium Das lernt. Monopol, Ja, das ist dann so ein Monopol, das ist dann so Sonderfall, ein der Sonderfall, der kann man nicht es kann man nicht verallgemeinern. verallgemeinern Und dann und dann lernt man später lernt noch, man was später ein noch, was Du-Pol ein macht. Du-Pol macht. Also, das ist dann der Also, andere das ist dann der andere Sonderfall. Sonderfall. Bei einem Ja, Du-Pol, und dann, Du-Pol, dann ja, da lernt man dann, ja, da dass lernt man dann, theoretisch dass alles theoretisch möglich alles ist, also möglich dass ist, das sich also wie dass ein sich wie ein vollkommener vollkommener Wettbewerb verhalten Wettbewerb kann, verhalten kann, nämlich wenn beide nämlich wenn gleichzeitig beide ihre Preise gleichzeitig ihre setzen und Preise dass es sich setzen wie und ein dass es sich Monopol wie ein verhalten Monopol kann, nämlich wenn sie verhalten ein kann, nämlich Kartell wenn sie ein bilden. Kartell bilden. Also schon, Genau, da also merkt man schon, irgendwie, da dass merkt man alles irgendwie, dass möglich alles ist, dass möglich ist, dass man mit dieser mit Theorie dieser irgendwie Theorie nicht so irgendwie genau nicht so begründen kann. genau So habe ich begründen das kann. So bisher habe ich das auf jeden bisher Fall echt erlebt. auf jeden Fall erlebt. Ich, Ja, für also die du, ich, was du oft siehst, ist, dass, was was man man beobachten beobachten kann, kann irgendwie, irgendwie, dass dass sie sie versuchen versuchen auszuklammern, auszuklammern, dass dass es es sich sich eigentlich eigentlich permanent permanent um um Emergenz Emergenz handelt handelt und und dass dass es es sich sich um um eine eine Sozialwissenschaft Sozialwissenschaft handelt. handelt. Na, Na, also also die die Tatsache, Tatsache, dass dass sie sie in in ihre ihre Modelle Modelle sowas sowas reintun reintun wie wie jeder jeder ist ist perfekt perfekt rational, rational, also also bei bei der der österreichischen österreichischen Schule Schule ist ist das das Standard, Standard, ne? ne? Jeder Jeder ist ist perfekt perfekt rational. rational. Oder in der In der Neoklassik Neoklassik nimmt nimmt man man ja ja zum zum Beispiel Beispiel beim beim perfekten perfekten Wettbewerb Wettbewerb auch auch an. an. Der Der Eintritt Eintritt in in den den Markt Markt kostet kostet nichts, nichts, der der Austritt Austritt auch auch nicht nicht und und man man reagiert reagiert nicht nicht darauf, darauf, was was die die anderen anderen tun. tun. Und Und das das ist ist natürlich natürlich eine eine Einschränkung, Einschränkung, die die ist ist so so bescheuert, bescheuert, dass dass man man intuitiv intuitiv schon schon sagen sagen würde, würde, okay, okay, das das ist, ist, wenn wenn überhaupt, überhaupt, nur nur eine eine Näherung. Näherung. Aber Aber es es ist ist nicht nicht mal mal das, das, es es ist ist logisch logisch inkonsistent. inkonsistent. Ja. Ja.
Das ist ziemlich interessant, denn es wird einem, also im Studium auf jeden Fall erzählt, ja, ihr lernt jetzt dieses Modell und dann später mit Verhaltensökonomik, da lernt ihr, dass das nicht so ganz stimmt in der Realität, aber es ist ja nur ein Modell und es ist so schön mathematisiert, dass man alles quasi mathematisch ausdrücken kann und deswegen kann man es so gut falsifizieren, deswegen ist das erstmal der Status, den ihr lernen solltet. Und das ist ja genau das Ding, ich finde, es ist überhaupt nicht gut mathematisiert. Also was ich jetzt, also ich habe schon so viele Sachen gesehen, wo ich mir denke, das kann doch nicht sein. Das ist doch nicht, das ist nicht der Anspruch für etwas, was an der Hochschule gelehrt werden sollte. Wirklich. Also es nervt einfach. Es tut richtig weh, das zu lesen und es tut richtig weh, sich da irgendwie immer weiter reinzugehen ins Detail. Das fängt schon damit an, dass Angebots- und Nachfragekurven und viele von den Kurven, die in der Wirtschaftswissenschaften gemacht werden, dass da quasi Ordinate und Abszisse vertauscht sind. Intuitiv. Intuitiv würde man sagen, das Argument für eine Demand-Curve ist der Preis. Und der Output der Demand-Curve ist der Demand, die Stückzahl. Es ist aber immer genau andersrum. Die Y-Achse ist immer der Preis, ist immer irgendwie die Einheit in Währung. Und unten ist immer die Einheit in Stückzahl. Und das führt dazu, dass wenn ich jetzt ein Textbuch lese, dass dann da von horizontalen Kurven gesprochen wird und da muss ich mir im Kopf immer überlegen, okay, was sie damit meinen, ist eine Treppenfunktion oder eine Delta-Funktion, weil es genau andersrum ist. Was bei denen horizontal ist, ist bei jedem normalen Naturwissenschaftler genau andersrum. Das geht von unten nach oben straight durch und so. Und das macht aber, da wird man richtig bescheuert. Und dann auch mit den Preiselastizitäten, das sind ja im Prinzip partielle Ableitungen. Und da muss man immer im Kopf den Kehrwert bilden, wenn man das sozusagen normal sich überlegt, als jemand, der schon viel mit Gleichungen zu tun hatte. Ne, weil ich denke, nehmen wir mal an, wenn man anfängt, Ökonomie zu studieren, dann fällt einem das gar nicht auf, weil man das ja noch nie gemacht hat anders und dann ist das normal. Aber für jemanden, der von außen reinkommt, ist das hochgradig verwirrend. Also das ist einfach nur so ein, ja, ich weiß auch nicht. Ich verstehe nicht, also noch verstehe ich nicht, warum das historisch so gewachsen ist. Ja, also... In Mikro ist das ganz extrem, da hat man nämlich nur Neoklassik, da hat man gar keine andere Theorie. Mhm. Wo, wie gesagt, Verhaltensökonomik, das hattest du ja auch teilweise in deinen Videos, das ja schon falsifiziert hat in vielen Fällen. Dass Menschen sich eben nicht so perfekt rational verhalten, wie es diese Nutzenfunktionen so annehmen. Ja, genau, also es ist das eine, dass es auch schon falsifiziert ist, aber es ist vor allem auch das andere, dass es logisch inkonsistent ist. Ich würde ja wenigstens annehmen, okay, egal wie blöd das Modell ist und egal wie unrealistisch und wie schlecht es auf die Realität drauf mappt, es müsste wenigstens konsistent sein. Aber wenn man auch noch zeigen kann, dass es mathematisch inkonsistent ist, dann ist es wirklich, wirklich schlecht. Deswegen also das ist unangenehm einfach. In Makro, da hast du unterschiedliche Denkschulen wenigstens noch. Also da hast du im ersten Semester Keynes und im zweiten hast du dann das Solo-Modell, also auch so neoklassisches Wachstumsmodell. Da wird zwar überhaupt nicht gesagt, dass die sich eigentlich widersprechen, darauf wird auch nicht groß eingegangen, aber du hast wenigstens noch unterschiedliche Ansätze. In Mikro hast du das überhaupt nicht, da hast du nur neoklassische Theorie. Ja. Und, ja, das ist ja auch das, was Steve Keen sagt. Er sagt, der rantet ja in seinem Buch auch ständig über die Uni und dass man da total weggemobbt wird von anderen, wenn man irgendwie sagt, das ist hier nicht ganz richtig und so. Dann kann man keine Paper veröffentlichen, weil die großen Journals sind das quasi eine Sekte und da wird man alles mal einfach nicht im Club dann. Und er publisht ja in irgendwelchen Physics Review A und so. Da publisht er ja seine Paper, weil die das wenigstens annehmen, wenn er da irgendwie Mathematik betreibt. Aber sonst wird er da überall rausgeekelt. Und dann sagt er auch, dass irgendwie die Widersprüche, die es ja sehr wohl bekannt sind, innerhalb der Neoklassik auch, weil die Samuelsen oder auch der Stiegler, die irgendwie vor 70 Jahren Paper darüber geschrieben haben, diese Widersprüche schon aufgedeckt haben und dann aber versucht haben, sie wieder kleinzureden. Also sie haben entdeckt, dass die Theorie inkonsistent ist und dann aber einfach mit Prosa drüber gebügelt und gesagt, naja, das geht deswegen und deswegen und deswegen und damit sind alle zufrieden und er meinte, dass höchstens irgendwelche Postdocs oder irgendwelche Doktoranden vielleicht mal im Studium selber drauf gestoßen werden mit der Nase, dass hier Probleme eigentlich in der Theorie, also in der ganz am Anfang schon bei den Grundannahmen, dass da Inkonsistenzen drin sind. Ne? Und das Problem ist natürlich, wenn du irgendwie 20 Jahre investest in irgendeine Theorie, dann möchtest du auch hinterher gar nicht mehr erfahren, dass das alles irgendwie eigentlich inkonsistent ist. Das ist ja jetzt echt krass. Du hast gerade gesagt, er musste in einem Physik-Journal publizieren, weil die VWL-Journals das nicht angenommen haben. Genau. Also dieses Paper, was ich unten verlinkt hatte, das ist ja von ihm selber, ne? Das ist ein PDF.
aber wenn du guckst, wo er sonst so versucht zu veröffentlichen, ich habe eins gesehen, das ist Physics Review A oder so. Ja. Also ich kann auch, wenn du willst, für die Videobeschreibung nachher, kann ich es dir noch raussuchen. Ja. Und du hattest bei der Nachfragekurve gesagt, dass die auch mehr oder weniger widerlegt ist. Erklär mal genau, was du da ja in den zwei Videos schon erklärt hast. Also bei der Nachfragekurve ist es so, man versucht, ich weiß gar nicht mehr, wie da die Grundannahmen waren, aber es kommt am Ende raus, dass Samuelson selbst, also das ist ja eh so ein Typ, der hat ja unendlich viel Output. Der hat ja auch letztens noch irgendwie ein Buch mit Co-Autorschaft gemacht, aber der hat irgendwie vor 70 Jahren schon Paper geschrieben. Das heißt, der muss unfassbar alt sein, der Mann. Und der hat rausgefunden damals, dass wenn man wirklich minimalen Ansatz an Annahmen macht, immer zu Inkonsistenzen bei der Nachfragekurve kommt. Das bedeutet für ihn sowas wie, alle Engelkurven müssen lineare Funktionen sein. Sie müssen parallel sein. Eigentlich müssen sie auch alle durch denselben Punkt gehen. Und das bedeutet im Prinzip, es gibt nur ein einziges Produkt und es ist, wie nennt er das, homothetisch. Homothetisch, genau, ein homothetisches Gut. Das ist das, was direkt proportional mit dem eigenen Ankommen anwächst im Konsum. Ne? Also wenn ich 100 Euro verdiene, muss ich 100 Euro ausgeben. Wenn ich 200 Euro verdiene, muss ich 200 Euro für dieses Konsumgut ausgeben. Es gibt nicht ein Produkt, was auf dieser Welt so ist. Ne? Das heißt, die Theorie für die Nachfragekurve, und das ist die einzige, und das war so, was sie eigentlich zeigen wollte, die Neoklassik, ist, dass das Gesetz der fallenden Nachfrage gilt. Ne? Dass du eine, egal wie geartete, auf dem Marktaggregat-Level Demand-Curve finden kannst, die immer monoton fällt. Das war eigentlich das, was sie zeigen wollte, die Neoklassik. Und sie hat geschafft, es nicht zu zeigen. Was aus der eigenen Theorie rauskam, ist, dass die Nachfragekurve eigentlich eine beliebige Funktion sein kann. Es muss nicht mal eine Funktion sein. Sie kann sogar uneindeutig sein. Selbst das ist möglich. Das heißt, es ist komplett, also aus der Theorie kommt heraus, dass es komplett nutzlos ist. Und das Gesetz der fallenden Nachfragekurve innerhalb der Theorie nicht gezeigt werden kann. Also dieser Samuelson, der hat ja auch zahlreiche Lehrbücher geschrieben, dieses Samuelson-Nordhauses. Genau. Ja, exakt. Und da steht dann aber drin, das ist total fein und alles ist cool. Das steht da drin. Das ist aber derselbe Typ, der herausgefunden hat, dass es nicht total cool ist. Und dass überhaupt nichts funktioniert. Das heißt, eigentlich hätte der da an seinen eigenen Büchern darauf hinweisen müssen, oder? Zumindest als Wissenschaftler. Richtig. Voll. Das hätte er tun sollen, ja. Macht er aber nicht. Er hat dann 40 Jahre später noch in irgendwelchen anderen Büchern geschrieben, dass alles cool ist. Dass es überhaupt gar kein Problem sei. Und dass die Neoklassik vielleicht so ein paar Struggles hat, aber das ist jetzt, das täuscht nicht darüber hinweg, dass das Gesetz der fallenden Nachfrage auf jeden Fall basierte Grundlage ist und dass sie auch richtig ist. Ne? Und das kann man erstens nicht beobachten in der echten Welt und zweitens kommt es aus der Theorie nicht raus. Ich glaube tatsächlich, Anwar Shaikh hat ein Modell, in dem das rauskommt. Das auf Aggregat-Level, dass er fallende Demand-Curves hinkriegt. Aber da, so weit bin ich noch nicht. Anwar Shaikh ist auf jeden Fall ein richtig krasser Nerd, der hat Ahnung von Mathe und der versucht es sozusagen nochmal ordentlich zu machen. Anwar Shaikh ist ja auch der Typ, der in seinem Studium schon dieses Humbug-Paper geschrieben hat. Na, mit der Humbug-Kost. Das waren die Cobb-Douglas-Produktionsfunktionen. Richtig, genau. Wo du da nachgewiesen hast, dass du quasi jede beliebige Funktion auch da rausbekommen kannst. Ja, ganz genau. Genau. Weil das eine Buchhalteridentität ist, die Produktionsfaktoren und diese Produktionsfunktionen. Richtig, aber sie ist so krass umgestellt und verklausuliert, dass es keiner gesehen hat, dass es eine Buchhalteridentität ist. Dass die muss immer wahr sein. Ja. Ja, also generell in diesen, dadurch, dass die Neoklassik definitiv aktiv nur versucht zu verhindern, zu zeigen, dass die Wirtschaftswissenschaften eigentlich eine Sozialwissenschaft sind und dass Marx irgendwie recht hatte, das versuchen sie ja die ganze Zeit nur zu widerlegen. Darum geht es. Das ist das einzige Ziel. Es geht nur darum, kapitalistische Ideologie zu verbreiten und sie als Wissenschaft zu tarnen. Und dadurch, dass sie das so krampfhaft versuchen, bauen sie sich ständig eigene Fallstricke, in die sie dann reinlaufen. Na, also
du kannst ständig beobachten eigentlich, dass an den, wenn du in der echten Welt irgendwas versuchst zu messen, was irgendwas mit Wirtschaftswissenschaften zu tun hat, dass dann eigentlich immer die emergenten Properties, die aus sozialen Wechselwirkungen emergieren, irgendwie gemessen werden können. Zum Beispiel die Tatsache mit der Einkommensverteilung zum Beispiel. Da ist das auch so, ne? Also man würde irgendwie erwarten, okay, Humankapital bringt was. Wenn man länger auf der Schulbank sitzt, dann hat man später mehr Kohle oder so, ne? Aber all das kann man nicht beobachten. Das ist nichts, wo man Korrelationskoeffizienten deutlich an 1 ran messen kann, sondern die liegen alle so bei 0,3 oder so. Und erst wenn man feststellt, okay, es gibt genau eine Sache, die korreliert mit dem Einkommen, nämlich die Anzahl der Leute, die du unter dir hast. Das heißt, über die du Gewalt ausüben kannst. Das ist das Einzige, was damit korreliert mit deinem Einkommen. Dann stellt man fest, okay, wir leben offensichtlich in einer sozialen Hierarchie. Und das gilt auch für Einkommensverteilung. Na, das sind so Sachen, die kommen dann raus, wenn man das mal versucht zu messen. Und dann könnte man anfangen und ansetzen, okay, finde ich eine, finde ich ein mathematisches Modell, was das besser beschreibt. Was es auf jeden Fall nicht macht, ist Neoklassik. Die funktioniert da nicht. Die kann überhaupt nichts. Ne? Sie kann nichts predikten und sie ist logisch inkonsistent in sich selbst. Was du gerade gesagt hast mit der Einkommensverteilung, das versucht die Neoklassik ja mit der Grenzproduktivität des einzelnen Arbeiters zu erklären. Ja, genau. Und auch das ist irgendwie schon ein bisschen dämlich, finde ich zumindest, denn du kannst ja Produktivität nicht auf einen einzelnen Menschen runterrechnen. Du kannst gucken, was produziert die gesamte Volkswirtschaft und dann kannst du jetzt nicht sagen, der Einzelne hat jetzt diese oder jene Produktivität. Das ist ein... Ja, der Struggle besteht schon darin, dass die Wirtschaftswissenschaft in dem Fall immer alles probiert auf Kosten. Also beziehungsweise auf die Einheit Geld abzubilden. Und da muss man ganz klar sagen, okay, das ist eine oberflächliche Metrik. Die reduziert die Komplexität des eigentlichen Problems so weit, dass sie nicht mehr belastbar ist. Also dass man da keine belastbaren Schlüsse mehr rausziehen kann. Das ist meine Erklärung, warum das nicht funktioniert. Ne? Und du hast dann halt, es fängt ja schon damit an, dass du die Produktivität eines Menschen überhaupt nur im Vergleich zu jemandem anderes hinschreiben kannst, der genau dieselbe Tätigkeitsaufgabe hat irgendwie. Also zum Beispiel ein Apfelpflücker. Den kannst du mit einem anderen Apfelpflücker vergleichen, auf der gleichen Plantage zum Beispiel. Da könnte man ansetzen und sagen, okay, die kann ich miteinander vergleichen. Was ich überhaupt nicht vergleichen kann, ist jemand, der bei Tönnies arbeitet und Wurst dreht, mit jemandem, der Klavierstücke aufnimmt. Ich kann die beiden nicht vergleichen. Und die Wirtschaftswissenschaften sagt, ich kann sie sehr wohl vergleichen, denn ich gucke mir nicht ihren Output an, sondern ich gucke das an, was sie am Ende für Kohle machen. Und dann tun sie so, implizit, als wäre das mit der Kohle ein naturwissenschaftliches Prinzip dahinter, was nichts mit menschlichen und sozialen Strukturen zu tun hat. Das ist aber genau falsch. Ja, aber wir beobachten ja, dass sozusagen Leute, die übelst am Grinden sind und richtig knochenschwere Arbeit machen, viel schlechter entlohnt werden als Leute, die irgendwelche Bullshit-Jobs machen zum Beispiel. Ja, genau. Die Kohle, die sie bekommen, das ist ja ihr Lohn. Das heißt, man nimmt einfach ihren Lohn und definiert den zur Produktivität um. Das ist ja eigentlich ein Zirkelschluss. Genau, sie bilden es am Ende, die Produktivität auf Kohle ab und nicht auf das, was man eigentlich unter Produktivität verstehen würde, nämlich sowas wie, wie viele Äpfel pro Stunde hast du gepflückt eigentlich? Oder wie ist das Integral deiner, was auch immer, Produkte über eine Arbeitssession oder so. Ne? Man müsste ja irgendwie eine Metrik finden, die das macht. Und sie sagen einfach, okay, wir können die nicht miteinander vergleichen. Jemand, der Radiergummis herstellt, kann man nicht vergleichen mit jemandem, der im Zirkus arbeitet. Das heißt, wir bilden es einfach auf ihren Lohn ab. Der Witz ist aber, vorher wird schon reingesteckt, dass der Lohn, den sie verdienen, damit zu tun hat, wie produktiv oder wie viel Humankapital da drin steckt. Das ist eine, wenn überhaupt, eine selbsterfüllende Prophezeiung, aber es ist eigentlich Ideologie. Aber auf volkswirtschaftlicher Ebene, also wenn du dir ganze Volkswirtschaften anguckst, dann kannst du ja Produktivität schon berechnen. Du nimmst das Bruttoinlandsprodukt und teilst es durch die Zahl der in dieser Volkswirtschaft geleisteten Arbeitsstunden. Ja, okay, aber auch da würde ich erstmal, wenn überhaupt, würde ich annehmen, dass das eine erste Näherung sein kann für sowas. Aber man muss ja auch mal anerkennen, dass in dem Bruttoinlandsprodukt, also dass das auch eine oberflächliche Metrik ist insofern, weil sie nichts mit Produktivität zu tun haben muss. Ein Autounfall ist ja gut fürs BIP. Ja, aber das ist ja jetzt mikroökonomische Betrachtung.
aber du brauchst ja Ressourcen, um ja in dem also nicht der Autounfall selber, sondern wenn die Schäden dann beseitigt werden, da müssen ja Ressourcen für aufgewendet werden. Ja. Das Bruttoinlandsprodukt misst immer, wenn Ressourcen aufgewendet werden und dafür Geld bezahlt wurde. Ich dachte genau, das BIP misst einfach nur, wenn Geld den Besitzer wechselt in einem Handel. So, und das setzt implizit voraus, dass das irgendwie was Gutes ist. Oder dass irgendwie, also da steckt eine Bewertung dahinter. Und ich denke, die, egal wie man es dreht und wendet, diese Bewertung kann man nicht konsistent, vollständig durchziehen. Man kommt immer zu Widersprüchen. Zum Beispiel Bonpflicht erzeugt auch BIP. Und Bonpflicht ist Müll. Ja, aber dann würden mehr Ressourcen für diese Bonds verwendet, die dann woanders für nicht verwendet werden können. Also das BIP ist ja einfach nur erstmal der Wert aller Güter und Dienstleistungen, die innerhalb eines Jahres in einer Volkswirtschaft hergestellt werden. Also ich würde vielleicht mitgehen, wenn die Gesellschaft als Maschine, als regelungstechnisches Organ oder so auf einem Arbeitspunkt arbeiten würde, der irgendwie maximal ist. Oder wenn man sagen würde, okay, wir haben 100%, wir haben keine Arbeitslosigkeit oder... Also irgendwelche Metriken ansetzen und Sonderfälle konstruieren, indem man sagen würde, okay, das, jetzt kann ich einen Bilanzcharakter erkennen. Ich kann jetzt sozusagen, so wie du sagen, diese Ressourcen, die jetzt hierfür verwendet wurden, können nicht mehr dafür verwendet werden, aber das haben wir überhaupt nicht. Wir haben ein Kombinatorikproblem in Sachen, wie werden Ressourcen für was verwendet, und es gibt eine Unzahl an Kombinationsmöglichkeiten, die nicht betrachtet wird, weil die gerade nicht beobachtet wird. Und dann hinterher wird aber trotzdem gesagt, okay, wir haben hier eine Metrik, die irgendwie belastbar ist und die irgendwie was darüber aussagt. Und dann sagen, dann vergleichen wir, was weiß ich, Kenia mit den USA und sagen, okay, guck mal hier, die haben unterschiedliches BIP. Und außerdem können wir auch beobachten, die eine ist irgendwie eine stärkere Wirtschaftsmacht als die andere. Dann aber zum Beispiel wird nicht mit eingerechnet, dass alle Länder auf dieser Welt unendlich verschuldet sind und so. Das, also ich frage mich da immer so, wie belastbar ist jetzt das BIP? Und ich habe zu dem BIP noch kein Video gemacht und ich habe mich auch noch nicht belesen. Ich habe aber die Intuition, dass wenn ich das tue, ich sofort auf Widersprüche gestoßen werde, wie schlecht eigentlich diese Metrik ist und wofür was sie verwendet wird. Intuitiv würde ich sagen, sie ist Müll. Ja, aber beim BIP, da steckt ja nicht die Bewertung hinter, das ist jetzt gut, wenn es hoch ist, sondern das BIP ist erstmal einfach nur der Wert aller Güter und Dienstleistungen. Und nicht, also es sagt nichts über die Verteilung aus, es sagt nichts dafür aus, darüber aus, ob diese Güter und Dienstleistungen jetzt sinnvoll sind. Also du könntest ein total verarmtes Land haben, was einen riesigen Militärhaushalt hat, und auch das hätte ein hohes BIP. Also. Okay, aber das Wachstum des BIPs ist eine relevante Metrik. Ne? Also die Regierungen dieser Welt möchten, dass das BIP immer positiv wächst. Weil sie damit sagen, also weil sie die Annahme haben, dass das gut für die Volkswirtschaft ist. Und mit gut meine ich tatsächlich sowas wie eine Bewertung. Das finden die gut. Und nochmal, Bonpflicht und Unfälle machen auch BIP. Also wenn das BIP wächst, dann werden mehr Arbeitskräfte nachgefragt. Also es bekämpft zum einen Arbeitslosigkeit, es sorgt dafür, dass die Ressourcen überhaupt, also diese, wenn das BIP wächst, dann ist das ja dann ist das ja ein Indikator dafür, dass die Volkswirtschaft jedes Jahr insgesamt wohlhabender wird. Wie gesagt, es sagt nichts über die Verteilung aus, es sagt nichts darüber aus, wofür das jetzt genau ausgegeben ist. Dann kann ich doch auch einfach die Arbeitslosenquote mir angucken. Dann brauche ich doch kein BIP für. Die Arbeitslosenquote ist doch eine viel bessere Zahl. Darunter kann ich mir viel mehr vorstellen. Wenn man jetzt das auch noch irgendwie wichten würde, im Sinne von mit einer weiteren Metrik, die jetzt mal bewertet, wie sinnvoll die Tätigkeit ist, die da ausgeführt wird. Sinnvoll in irgendeiner Metrik, zum Beispiel Nachhaltigkeit, Greenness oder Menschenverachtung oder Sozialindex. Ich müsste mal anfangen, mal sinnvolle Metriken zu definieren und dann baue ich mir sozusagen ein Bewertungssystem auf, mit dem ich was anfangen kann. Ich finde, mit BIP kann man überhaupt gar nichts anfangen. Du sagst zwar, okay, das ist irgendwie erstmal so eine Metrik, die gar nicht dazu gedacht ist, dass man damit was anfängt, aber ich beobachte, dass die Metrik ständig hergezogen wird, um damit doch irgendwas zu bewerten. Und ich denke, dafür ist die eigentlich gar nicht gedacht. Ne? Ja, und weil die Wirtschaftswissenschaften sich dagegen sträuben, eine Sozialwissenschaft zu sein, deswegen entwickelt sich da auch nichts weiter. Ne? Also ich denke, man sollte es tatsächlich einfach splitten. Man sollte
die Wirtschaftswissenschaften, wie bei der Psychologie auch. Es sollte Fakultäten geben an der Uni, die sind bei den Naturwissenschaften eingeordnet, bei Psychologie gibt es das. Das sind dann die, die vor allem Messungen machen und Neuro eher in Richtung Neuro gehen. Und dann gibt es die Laberwissenschaften bei Psychologie, die machen dann halt eher irgendwie Textbook und Sprachtherapie und so. Und dann kann man das miteinander verbinden. Und so wie bei theoretischer und experimenteller Physik sollte man das trennen können. Und in den Wirtschaftswissenschaften sollte es das auch geben. Es sollte theoretische Wirtschaftswissenschaften geben, die machen mathematische Modellierung und vielleicht Machine Learning und solche Sachen, Data Science und Emergenz und Vernetzung und Kybernetik, so als, so würde ich mir das vorstellen. Und dann hast du den Laberfachbranch davon und das sind, die sind dann in den Geisteswissenschaften, in den Humanwissenschaften konkret drin. Wahrscheinlich so Anthropologie, Soziologie, so würde ich mir das vorstellen. Das ist aber überhaupt nicht der Fall. Wir beobachten, es gibt Fakultäten für Wirtschaftswissenschaften, die machen ihr eigenes Ding. Und alles, was rauskommt, der komplette Output, ist inkonsistent und vollgeladen mit Ideologie. Ja, du hast tatsächlich verschiedene Lehrstühle an einer wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät und einige beschäftigen sich dann tatsächlich mit, also die, also quasi mit der Empirie, also diese Theorien, die dann die Theoretiker aufstellen, zu falsifizieren. Und du meinst, das sollte man in andere Fakultäten geben? Also, ja, weil ich beobachte, dass die ihr eigenes Süppchen kochen und überhaupt nicht kontrolliert werden in ihrem Output. Ich meine, das kann doch nicht wahr sein, dass die seit 70 Jahren ihr eigenes Süppchen kochen und nur Bullshit produzieren. Wirklich. Also das ist doch, das ist nicht nur gefährliches Halbwissen. Es ist wirklich Propaganda. Ich bin soweit zu sagen, die Wirtschaftswissenschaften sind die gefährlichste Sekte dieses Planeten, weil sie den größten Einfluss haben. Die sind noch schlimmer als die christliche Kirche. Gehen wir nochmal zurück zur Neoklassik. Die ist ja Ende des 19. Jahrhunderts als Reaktion auf den Marxismus entstanden. Also um jetzt mal das Thema Arbeitslosigkeit zu nehmen. Da hat die Neoklassik gesagt, es gibt keine Arbeitslosigkeit am Arbeitsmarkt, da pendelt sich ein perfektes Vollbeschäftigungsgleichgewicht ein. Marx hat gesagt, nein, es gibt immer eine Reserve an mehr am Arbeitslosen, die nochmal zusätzlichen Druck auf die Löhne ausübt. Und in der Realität konnte man halt beobachten, dass Marx mit seiner, also mit seiner Theorie viel näher an der Realität lag als die Neoklassik. Es gab nämlich eigentlich zu fast allen Zeiten Arbeitslosigkeit. Und dann kam ja, in den 1930er Jahren nach der großen Depression die keynesianische Theorie auf. Und da hat Keynes gesagt, so, was die Neoklassik sagt, ist Quatsch. Es gibt, also es gibt immer Arbeitslosigkeit, eben weil der Wettbewerb nicht für dieses perfekte Gleichgewicht sorgt, sondern der Staat sollte zusätzliche Nachfrage erzeugen, um Vollbeschäftigung zu garantieren. Das sollte als politisches Ziel festgeschrieben werden, dass es keine Arbeitslosigkeit mehr geben sollte. Und der Staat hat die Aufgabe, das zu tun. Und nach dem Zweiten Weltkrieg, da hat das zumindest in Westeuropa auch mehr oder weniger gut funktioniert. Es gab während der Wirtschaftswunderzeit in den meisten Ländern fast keine Arbeitslosigkeit. Immer nur ein paar wenige hunderttausend Arbeitslose. Ja. Und dann weißt du, was dann passiert ist? Ja, das Nairu-Konzept. Also die natürliche Arbeitslosenquote. Dieser Quatsch, der einem heute an der Uni beigebracht hat. Es gibt eine natürliche Arbeitslosenquote und wenn die überschritten wird, dann gibt es die große Inflation. Das ist so witzig, ne? Also ich habe irgendwie das so verstanden, dass die Neoliberalen dann Überhand gewonnen haben. Dann kam Thatcher und Reagan und die haben im Prinzip erstmal die Zinsen angehoben. Weil was die Beobachtung war, du hattest die Boomer und alles war geil. Darf ich mal kurz einhaken? Ja. Es ist tatsächlich noch schlimmer. Also bevor Thatcher und Reagan kamen, in den 70ern, da gab es schon diesen neoliberalen Switch schon auf Ebene der Zentralbanken schon ein Jahrzehnt früher. Das heißt, das wurde nicht mal an die Macht gewählt oder so, sondern die gab es an den Universitäten, in den Zentralbanken, die gab es da schon ein Jahrzehnt früher. Und dann kam die Zinserhöhung, die haben schwere Wirtschaftskrisen ausgelöst. Also die Ölkrisen wären gar nicht so schlimm gewesen ohne diese Zinserhöhung. Diese Zinserhöhung massiv zur Verschärfung dieser Krisen beigetragen und danach sind Thatcher und Reagan, die dann andere Wirtschaftspolitik versprochen haben, weil dann allen erzählt wurde, ja, Keynes ist gescheitert, es gab eine hohe Inflation, das wurde dann erzählt, da sind Thatcher und Reagan dann erst an die Macht gekommen. Und da hat diese neoliberale Politik dann schließlich, also da wurde sie erst gewählt. Das heißt, die wurde 10 Jahre, bevor sie schon gewählt wurde, umgesetzt. Ja. So stelle ich mir das auch vor. Und das Ding ist halt, weil wir ja eigentlich weil die Wirtschaftswissenschaften meiner Meinung nach ja eine Sozialwissenschaft sind, muss man das sozusagen aus dieser Linse betrachten. Was ist da passiert? Naja, du hattest immer da, also ich finde ja, der Kapitalismus und die Märkte funktionieren immer gut in dieser Phase, wo Märkte erschlossen werden und sozusagen die zweite Ableitung positiv ist, ne? Wo sozusagen überall Wachstum ist und alles geht ab. Sodass du als Boomer damals
egal ob du, also wenn du unzufrieden warst in deinem Job, konntest du einfach kündigen und woanders anfangen, weil du überall einen Job bekommen hast, weil alle Leute gesucht haben und weil es immer was zu tun gab. Quasi der die Volkswirtschaft als Maschine, als Regelungstechnik war am Arbeitspunkt. So würde man das nennen. Ne? Also der Wirkungsgrad war maximal, du konntest immer was tun und alle hatten was davon und du hast auch immer Geld dafür bekommen und konntest dir irgendwie dann am Ende ein Haus davon kaufen und was auch immer. Und das führt aber dazu, dass Leute widerspenstiger werden und aufmucken und Sachen hinterfragen, wenn es ihnen zu gut geht. Du hast wahrscheinlich in der Demokratie beobachtet, dass alles irgendwie viel zu sich viel zu gut entwickelt gegen die Interessen von einigen wenigen großen Machthierarchien und Konzernen. Ja? Und die Hilfe, die Abhilfe dafür ist natürlich eine Krise erzeugen. Und die Krise wurde dann final dadurch erzeugt, dass sie den Zins angehoben haben und und dann im Prinzip direkt der Bust kam. Ne? Nee, das und war dann ja gar nicht. Dann hat es ja erstmal ein paar Jahrzehnte irgendwie, war alles scheiße, ne? Ja, das war ja gar nicht die Begründung. Die haben ja damals auch dieser Monetarismus, diese Geldmengenlehre, die ist damals hochgekommen und da hat man gesagt, wir müssen das Geldmengenwachstum begrenzen, dann hört die Inflation auch auf. Und dieser Inflationsschub, den man in den 70ern hatte, der war ja wegen den gestiegenen Ölpreisen. Es war ja nicht mal eine dauerhafte Inflation, es war ein einmaliger Preisschock. Ja, also damals haben Sie wahrscheinlich auch schon diese Geschichte erzählt von der Lohnpreisspirale, ne? Diesen Müll erzählen Sie ja heute auch noch. Den haben sie auch erzählt, aber dieser Monetarismus, der ist damals auch hochgekommen. Also zum einen, dass man Philips-Kurve, die ist ja schon ein bisschen älter, da hat man einen relativ stabilen Zusammenhang in dieser Wirtschaftswunderzeit beobachtet. Wenn die Arbeitslosigkeit ganz nahe Null gefallen ist, ist die Inflation etwas hochgegangen, weil sich dann alle um Arbeitskräfte überboten haben, aber in Zeiten hoher Arbeitslosigkeit. Danach konnte man diesen Zusammenhang gar nicht mehr so stabil beobachten. In den 70ern hatte man eine relativ hohe Inflation und gleichzeitig hatte man hohe Arbeitslosigkeit. Und da dachte man, okay, dieser Philips-Kurven-Zusammenhang, der gilt jetzt nicht mehr, wir brauchen eine neue Theorie, deswegen sagen wir jetzt einfach, die Geldmenge ist schuld an der Inflation. Also M mal V gleich P mal Y. Ja, voll. Das, was von Milton Friedman dann kam. Ja, und das ist natürlich kompletter Müll. Ne? Das, da habe ich ja jetzt auch diese Erhebung gefunden, wo sie irgendwie die letzten 70 Jahre oder so analysieren, von den Ländern auf der Erde, die 95% des BIPs ausmachen, also die größten Länder, fast alle. Und dann haben sie einfach alle Daten genommen, die sie gefunden haben über diese Länder und gesucht, nach der Korrelation, dass die Ausweitung der Geldmenge was mit der Inflation zu tun hat und sie haben es nicht gefunden. Ne? Es gab sogar 9 Fälle, wo das Gegenteil passiert ist. Wenn die Geldmenge nicht schnell genug gewachsen ist, kam Inflation. Ja, also Milton Friedman wurde nicht nur falsifiziert, sondern also es ist ganz schlimm. Es gibt nicht einen einzigen Fall, wo man das beobachten könnte. Und natürlich wird in dieser Weltsicht, dass die Wirtschaftswissenschaften ein Naturgesetz irgendwie abbilden oder versuchen zu finden, wie gesagt, völlig ausgeklammert, dass es sich um soziale Hierarchien handelt. Und natürlich wird komplett ausgeblendet, dass es ein reines auf Vertrauen basierendes System ist. Und wenn Ratingagenturen einfach mal sagen, jetzt ist irgendwas und wir raten das jetzt runter, das hat Impact. Das ändert was. Auf der echten realen Schiene für, was weiß ich, die Währung eines Landes oder so. Und wenn du irgendwie ewig lang, was auch immer, wenn du ein System hattest, wo sich alle eine Geschichte erzählt haben, von wegen, jetzt fangen wir an, hier zu arbeiten und wir haben wenig Arbeitslosenquote. Und was weiß ich, zum Beispiel habe ich letztens eine Doku gesehen, wo auch Adam Tooze drin vorkam, der über Nazi-Deutschland erzählt hat. Weil Nazi-Deutschland war ja voll am Arsch, ne, nach der Inflation. Und alles, was es brauchte, das ist jetzt meine Schlussfolgerung, war einfach nur eine Geschichte, damit die Leute anfangen zu arbeiten und gezielt zusammen was machen. Und dann hat Adolf Hitler, also er ja nicht, aber sein komischer Berater, der, ich weiß, hab den Namen vergessen, im Wirtschaftsministerium, der hat Fiat-Geld erfunden. Über einen Umweg. Der hat einfach eine Geschichte erfunden, die so ähnlich war wie Fiat-Geld. Also im Prinzip das, was Nixon auch gemacht hat. Über Schuldscheine. Auf einmal Bargeld gedruckt.
und dazu geführt, dass alle wieder Vollbeschäftigung hatten. Und dann hat er halt das gemacht, was wir schon wissen, ne? Autobahn gebaut und so ein Scheiß. Und das hat funktioniert. Denn, also es hat im Fall von Deutschland funktioniert, denn die Ressourcen waren ja da. Deutschland hatte ja Kohle, Deutschland hatte Metallbau, wir hatten alles da und deswegen hat es funktioniert. Ne? Solange jemand sich eine Geschichte erzählt, die dazu führt, dass Leute ins Machen kommen, dann funktioniert es auch. Wenn du quasi die materiellen Voraussetzungen nicht hast, dann bringt dir auch Fiat-Geld nichts. Aber ich finde, die Schlussfolgerung daraus ist eigentlich, es ist wirklich ein soziales System. Wenn man eine soziale Geschichte hat, die funktioniert, dann kann man auch in den Zahlen hinterher, sozusagen auf den wirtschaftlichen Metriken auf einmal erkennen, dass es funktioniert. Dahinter ist keine Zauberei und es ist vor allem kein Naturgesetz, sondern es ist einfach nur eine Geschichte, die erzählt wird. Ne? Und so ist es mit den Ratingagenturen auch. Wenn die Ratingagenturen deine Währung des Landes runterrenken, dann kommt Hyperinflation. Und dann sind die Staaten gezwungen, Geld zu drucken. Ja, das ist aber eine Korrelation. Der kausale Zusammenhang ist wahrscheinlich genau andersrum. Und die monetäre Theorie sagt ja vor allem, es ist genau andersrum. Der kausale Zusammenhang ist, wenn du Geld druckst, dann führt das zu Inflation. Und so Bitcoin-Bros erzählen diese Lügengeschichte von Milton Friedman ja auch immer noch munter weiter. Ja, weil es auch in allen Medien erzählt wird. Also es ist ja egal, welchen Sender du anschaltest, egal. Das ist ja das, was ich meine. Mainstream-Ökonomen, das ist die schlimmste Sekte der Welt. Weil sie auch noch die Geschicke dieser Welt direkt an die Politiker weitergeben. Ne? Also die werden ja nur beraten. Politiker sind ja heutzutage nur noch Verwalter. Das heißt, sie haben entfremdet Bildung erfahren über wie manage ich etwas, ohne Ahnung von Inhalten zu haben. Das heißt, sie werden dann beraten von Leuten, die so tun, als hätten sie Ahnung von Inhalten. Und was am Ende dabei rauskommt, ist so ein Scheiß halt. Dass Hans-Werner Sinn überall seine Fresse in die Kamera reinhalten kann und irgendwas über Angebots- und Nachfragekurven quatschen kann. Was mich auch immer in der VWL stört, ist, dass anfangs gesagt wird, also in der Mikroökonomik jetzt wieder vor allem, wir müssen normative von deskriptiven Aussagen trennen, wir müssen immer sachlich bleiben, wir betreiben hier nur Wissenschaft, wir bewerten hier nichts und dann führt man so ein Konzept wie Wohlfahrtsökonomie ein. Also man legt dann diese Angebots-, diese Nachfragekurve übereinander, hast du ja schon vorhin erzählt, dass das ziemlicher Quatsch ist, und dann schaut man sich die Produzentenrente und die Konsumentenrente an und definiert das nun als Wohlfahrt. Also, diese absurden mathematischen Konstrukte legt man übereinander und definiert dann etwas Neues, was schon, also was ja absolut nichts mehr mit Wissenschaft zu tun hat, sondern einfach nur mit dieser Theorie versucht man, diese Theorie versucht man irgendwie nur ideologisch zu rechtfertigen. Also das Gefühl habe ich. Ja. Also damit kenne ich mich noch gar nicht aus, soweit bin ich noch nicht, aber ich kann es mir vorstellen, ja. Ist gar nicht schwierig. Im einfachsten Fall werden da nur zwei Dreiecke konstruiert und das, was unten ist, das ist dann, das eine ist die Konsumentenrente und das andere ist die Produzentenrente. Das ist überhaupt nicht schwierig, wenn du die Angebots- und die Nachfragekurve schon gesehen hast. Okay. Also das fand ich nur komisch, denn es wird ja gesagt, wir machen hier nur Wissenschaft, wir bewerten hier überhaupt nichts. Wir sagen überhaupt nicht, was gut oder was falsch ist. Also was Kapitalisten gut können, das ist das Einzige. Der einzige Skill, den Kapitalisten gut haben, drauf haben, ist Marketing. Sie können richtig gut lügen. Und ich habe den Eindruck, Wirtschaftswissenschaften sind daraus emergiert. Wenn die dir an der Uni erzählen, dass sie Wissenschaftler sind, da muss man sagen, okay, was für eine Wissenschaftsphilosophie steckt da eigentlich dahinter? Weil es ist erstens inkonsistent, zweitens falsifiziert. Das, was die da machen, ist Müll. Sie lügen. Und das Problem ist, es funktioniert so gut, weil die Leute, weil denen das gar nicht bewusst ist wahrscheinlich. Ich denke tatsächlich, den meisten ist es nicht bewusst. Das ist ja das Beste. Wenn du Leute hast, die nicht bewusst lügen, aber alles tun in deinem Sinne, dann hast du es geschafft. Die Rentiersklasse kann sich ausruhen, wenn sie eine Soldatenarmee hat von Leuten, die quasi mit dem heiligen Schein der Wissenschaft rumrennen, quasi in weißen Kitteln und anderen Leuten erzählen, sie sind Experten, sie wissen genau, was sie tun und sich ständig aber herausstellt, sie wissen überhaupt nicht, was sie tun und trotzdem sich das 70 Jahre oder so aufrecht erhält und immer noch diese Lüge erzählt wird und überall diese FDP-Fratzen rumrennen, die entweder selber so einen Scheiß studiert haben oder sich von solchen Lappen beraten lassen und dann immer wieder diesen Müll erzählen. Und überall wird ihnen das, also das,
Das dürfen die machen, ne? Die kriegen keinen Flack dafür. Die werden nirgendwo unterbrochen, denen wird nicht ins Wort geredet, von wegen, das, was du hier erzählst, ist falsifiziert. Das, was du erzählst, ist Müll. Das hat nichts mit Wissenschaft zu tun. Du bist hier einer Ente aufgesessen, weil so muss man es ja sagen. Es sind ja wirklich echte Lügengeschichten. Ja, aber dann, wenn man da wen drauf anspricht, dann wird gesagt, ja, ja, es mag sein, Neoklassik ist falsifiziert, aber das ist so ein schön abgeschlossenes Theoriegebäude, deswegen benutzen wir das jetzt erstmal. Ja, und nicht mal das ist es. Auch das ist eine Lüge. Ne? Also in den Textbooks von Samuelson steht ja dann drin, das ist alles richtig cool. Der sagt, das ist gut, so wie es ist. Wir haben hier zwar kleine Problemchen, aber das ist überhaupt kein Problem. Das sagt er. In Wahrheit ist es aber ein Riesenproblem, denn die Theorie ist inkonsistent. Eine Theorie, die inkonsistent ist, mit der kann man nichts anfangen. Da kann man innerhalb solcher Theorien kann man beweisen, dass 1 gleich 0 ist und so. Das ist nämlich die Kritik, die immer an Keynes oder an Marx oder an, ja, eigentlich allen, auch allen, an allen Klassikern geübt wird. Ja, wir haben zwar schöne Gedankengänge formuliert, aber das ist nicht mathematisiert. Wir können es also nicht falsifizieren. Also ist wertlos, brauchen wir uns nicht weiter mit beschäftigen. Also ja, dass Keynes und Marx wahrscheinlich Laberwissenschaften sind, das ist mir auch klar. Aber ihre Gedankengänge sind zumindest auf jeden Fall logisch konsistenter als das, was die Neoklassik macht. Ne? Und deswegen, ich denke, wenn man es mathematisieren will, dann muss man es so rangehen, wie Anwar Schaik. Und man hätte jetzt 70 Jahre Zeit dafür gehabt, ne? Aber es ist eine Riesenzeitverschwendung, die diese Kirche der Neoklassik quasi inquisitionell auf alle anderen draufschmeißt. Sie blocken ja aktiv den Fortschritt. Sie blocken ja aktiv alles ab, was in die Richtung geht, jetzt mal Erkenntnisse zu produzieren und es zu mathematisieren. Und nochmal, wahrscheinlich ist es, muss man das genau in diese, auf diesen beiden Ebenen machen. Man muss es auf der humanwissenschaftlichen Ebene machen, die anthropologisch, materiell, materialistisch irgendwie das versucht herzuleiten, wie es ist und wie soziale Strukturen emergieren und dann die Verbindung herzustellen zu das, was ein Ingenieur Regelungstechnik nennen würde oder Biokybernetik oder ja irgendwie dynamische Systeme. Ne? Also es gibt ja sozusagen Wissenschaften, die sich ernsthaft mit allen möglichen Aspekten von Emergenz auf verschiedenen Leveln und Layern auseinandersetzen und auch mathematische Modelle dafür haben. Jetzt haben wir auch noch Data Science und Cognitive Science und Deep Learning und alle möglichen anderen lustigen Toolboxen und Spaßspielzeuge da, um noch mehr Verbindungen herzustellen und noch mehr zu verstehen. Und all das wird aktiv unterbunden durch Wirtschaftswissenschaften. Es spielt aktuell keine Rolle. Das, was du da ansprichst, das gibt es. Das nennt sich Komplexitätsökonomie. Also das ist ja eine eigene... Ja, und es gibt ja auch noch Spieltheorie und Leute, die quasi im Experiment immer versuchen, nachzugucken, wie sich Individuen in bestimmten, sagen wir mal, mit bestimmten Offsets auf der Payout-Matrix verhalten, in bestimmten iterativen Gefangenen-Dilemma oder so. Ja, Spieltheorie cool. Hast du. Spieltheorie hast du dran. Tatsächlich. Ja, das finde ich auch super, dass es das gibt, aber also ich gucke ja nur von draußen drauf. Ne? Ich sehe ja nicht, was intern wirklich passiert. Ich sehe nur, dass das Output nach wie vor sich nicht ändert, dass im Wesentlichen Wirtschaftswissenschaften dazu missbraucht werden, kapitalistische Ideologie zu reproduzieren und den Status quo zu erhalten. Es ist ein Instrument der Herrschaft. Und auch, dass man in den Wirtschaftswissenschaften, also im Studium zumindest, mehr Mathe haben sollte, allgemein. Also man hat ein Modul Mathe und das war's dann. Ja, das liegt wahrscheinlich daran, dass tatsächlich die Mathematik, die im Bachelor angewendet werden muss, so trivial ist, dass man wahrscheinlich nicht wirklich viel mehr machen muss. Man muss ja höchstens mal eine Ableitung machen. Ne? Ich habe ja eine Zeit lang Mathe-Nachhilfe gegeben. Und das meiste, was ich gesehen habe, ist lineare Optimierung. Das ist trivial, ne? Da liegt die Lösung immer auf dem Rand. Und das Schwierigste, was ich gesehen habe, ich weiß aber nicht, ob das ein Masterstudent war, der hatte irgendwie Fischer-Separationsansatz. Ne? Und das sind im Prinzip Lagrange Multiplier und Euler-Lagrange-Gleichung. Das hast du im Bachelor auch schon. Ja. Ja, okay, weil das sind ja partielle Differentialgleichungen. Ich weiß bloß nicht, ich hatte nicht den Eindruck, dass die wirklich daran interessiert sind, Differentialgleichungen zu lösen, sondern das war eher so eine... Ich hatte den Eindruck, das waren so Übungsaufgaben, die den Studenten vermitteln sollen. Guck mal hier, wir haben hier richtig tolle Symbole. Ich weiß nicht, ob die damit jetzt tatsächlich was gemacht haben. Machen die damit was? Ja, mit Lagrange macht man auf jeden Fall was.
Und, ja, bei Lagrange hast du ja immer, wenn du Funktionale irgendwie minimieren willst und Nebenbedingungen dazu tust. Da ist Lagrange erster Art, ist da super gedacht. Und an diesen Lagrange-Parametern kann man ja meistens, zumindest in der Physik, noch die Scheinkräfte ablesen. Ich nehme an, dass das wird dann in den Wirtschaftswissenschaften, haben diese Dinger auch Worte. Lambda, meinst du? Ja, genau. Der Buchstabe, der dann vor die Nebenbedingung gesetzt hat. Ja, aber auch der fällt einfach vom Himmel. Es wird gar nicht erklärt, wozu Lambda da ist. Also es okay, ja. Also das liegt daran, dass du diesen Formalismus, wenn du den erklären willst, dann brauchst du natürlich viel mehr mathematische Grundbildung. Ne? Und das ist das, was du sagst. Da fehlt einfach sozusagen, da fehlen die Mathevorlesungen. Das glaube ich, dass das fehlt. Und das führt natürlich zu einem riesen Detachment. Ne? Dass Leute, die das studieren, schon genau wissen, da gibt es das, diese Mathematik, aber davon habe ich keine Ahnung. Und das ist auch nicht schlimm, das ist offensichtlich gewollt, dass ich davon keine Ahnung habe. Am Ende interessiert ja nur, was auf meinem Zeugnis steht. Ja, du hast irgendwie gerade so viel Mathe dran, dass du dann später Statistik, Ökonometrie und halt die Mikrovorlesung, dass du da mitkommst. Gerade so viel Mathe hast du dran im Studium. Und der Anwar Scheik, der konnte das mit den Cobb-Douglas-Produktionsfunktionen ja beispielsweise nur zeigen, weil er, wie du gesagt hast, ein Mathe-Nerd war. Ja, voll. Das ist ein übelster Mathe-Nerd. Ich sehe es ja jetzt. Ich habe jetzt das erste Kapitel oder so, habe ich mir ja schon mal und ich habe auch schon mal ein bisschen durchgeblättert. Und der macht später dynamische Systeme, partielle Differentialgleichung und Differenzengleichungen auch, weil man hat ja gerade in der Wirtschaftswissenschaft immer viel mit diskreten Systemen zu tun. Da muss man ja eigentlich quasi nicht im Groß-L2 leben, sondern im kleinen L2 und so. Also da, es gibt eine mathematische Ausformulierung für all diese Sachen. Die Mathematiker haben sich ja vor ein paar hundert Jahren schon hingesetzt und das alles sich überlegt, wie man bestimmte Dynamiken beschreiben kann und so. Das gibt's alles. Es gibt das, bloß die Wirtschaftswissenschaften versuchen, das aktiv nicht zu benutzen. Und es ist wahrscheinlich tatsächlich so, dass wenn du nach Generationen dieses Bildungssystems Professoren hast, die sich so sicher sind in ihrer Profession und nur noch diesen Status quo reproduzieren, dass es wirklich schwierig ist, nochmal neu zu starten, ne? Oder zu sagen, wir müssen jetzt hier mal eine neue Denkschule aufmachen, die jetzt mal weggeht davon und mal versucht, es zu mathematisieren und das jetzt mal ernst zu nehmen mit der Mathematik. Ne? Und das ist das, was Steve Keen auch sagt. Steve Keen sagt, er kann eher mit Physikern darüber reden, weil die wenigstens Mathe verstehen. Und du kannst es den meistens Ökonomen gar nicht erklären, weil das zu kompliziert für die ist. Die schlichtweg verstehen Professoren die Mathematik, die eigentlich benötigt wird, gar nicht. Ich habe auch das Gefühl, du lernst von beiden so nichts richtig. Du kriegst ja auch von der ökonomischen Theorie von Ricardo, kriegst du eine ganz kurze Zusammenfassung von Adam Smith nicht mal mehr, von Keynes. Wie gesagt, du hast ein paar Gleichungen von ihm, aber auch von dem bekommst du nichts. Das heißt, du kriegst Mathe nicht richtig beigebracht, aber gleichzeitig ökonomische Theorie, was du in der Sozialwissenschaft ja auf jeden Fall bräuchtest, weil das ja eine riesige Theoriegeschichte ist. Kriegst du auch nur ganz lückenhaft beigebracht. Also, dass da dann in der nächsten Generation nichts Vernünftiges bei rauskommt, das ist ja dann irgendwie klar, oder? Ja, das denke ich auch. Ich treffe mich übrigens am Montag, habe ich ein Gespräch mit einem Professor Jakob Kapeller. Der hat einen Lehrstuhl und so. Und ich sag dir, was bringt, wenn man einen Uni-Account mit einem Doktortitel hat, dann kann man Professoren anschreiben, dann reagieren die auch. Mit dem rede ich auf meinem Kanal demnächst. Und ich glaube, der basht auch die Neoklassik. Und der ist Professor, das heißt, der weiß, wovon er redet. Das machen tatsächlich viele, also gerade die, die sich halt die Empirie anschauen, also die sehen, dass die Neoklassik in der Realität nicht klappt, die sagen dann auf ihrem Teilgebiet, ja, das ist Quatsch, die Annahmen sind alle Quatsch, eine bessere Theorie habe ich jetzt nicht, ich schaue mir halt nur Statistiken an, bringe dazu Paper raus und falsifiziere das die ganze Zeit. Also das gibt es tatsächlich, das ist gar nicht mal selten, weil du ja schon ein bisschen Statistik dran hast und mit den Methoden kannst du das dann auch relativ leicht widerlegen. Ja, und der Steve Keen, zumindest das Paper, was ich in meinem letzten Video verlinkt habe, der hat ja dann auch Simulationen gemacht, ne? Hat gezeigt, die Neoklassik, die erzeugt völlig falsche Predictions und sein Ergebnis entspricht im Mittel genau dem, was er in seinen Simulationen rausgekriegt hat. Ne? Also das heißt, seine Idee von, was die freien Märkte produzieren und dass sie im Prinzip identisch mit dem Monopol sind, ist konsistent und das, was die Neoklassik produziert, ist Müll. Also im Fall von, was war das jetzt, die Angebotskurve, ne? Da ging es ja um die Angebotskurve. Ja, und er hat es ja nicht nur für das Marshallsche Modell gezeigt, sondern auch für den Cournot-Fall. Er hat es für beide nachgerechnet. Ja, das hat es auch im letzten Video, glaube ich, gesagt. Ja,
So, dann würde ich mich von dir verabschieden. War ein angenehmer Talk. Wir sehen uns Ja, vielleicht nochmal. reingehauen. Na klar. Cool. So.